Liebe Community, heute möchten wir euch zeigen, wie man den Beckenschiefstand mit einigen wenigen Übungen gut beheben kann. Normalerweise sind es mindestens 10 Faktoren, die dort eine Rolle spielen, aber wir beschränken uns heute auf 2 bis 3 einfache Übungen, die schon sehr, sehr erfolgreich sind, mögliche Problematiken, die sich im Becken abspielen, mit Schmerzen in der Hüfte, im Oberschenkel, aber auch in der Lendenwirbelsäule anzugehen. Und zwar haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen einen Versatz ihres Beckens haben im Schambein. Und sowas wird eigentlich kaum berücksichtigt. Wenn das Becken nicht richtig steht und das Schambein versetzt ist, hat die Muskulatur eine maximale Spannung aufzubauen, um das Ganze zu stabilisieren. Und viele haben extreme und starke Schmerzen. Zu 95% unseres Klientels steht das rechte Becken deutlich tiefer als das linke, sodass wir mit einer einfachen Mobilisation das Ganze wieder begradigen können. Und dafür würde ich dich bitten, gestreckt auf das rechte Bein zu stellen und das linke runterzuschlagen. Ihr könnt euch dabei festhalten, ich unterstütze dich ein bisschen. Du kannst den Fuß auch stehen lassen unten, aber schlägst das linke Bein nach unten hin runter. Also das Knie wird immer wieder nach unten hin runter geführt. Guck mal, du könntest das etwas mehr so schlagend durchführen, ganz genau. Und wichtig ist, dass das rechte Bein wirklich gestreckt bleibt. Und das darf eine heftige, feste Bewegung sein, damit wir hier den entsprechenden Ausgleich haben. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, Dankeschön, dann könnt ihr einmal euch mit links abstoßen und ganz feste stampfend auf dem rechten Bein aufstampfen. Und ja, das war schon gut, aber du hast noch ein bisschen dich abgefedert. Deswegen bitte daran denken, auf das rechte gestreckte vollständig aufzustoßen. Ja, sehr gut. Und vielleicht noch einmal mit gar nicht viel Vorspannung, sondern direkt entsprechend drauf. Ich halte dich fest. Ihr könnt euch zu Hause auch festhalten. Ja, das war wieder eine Abfederung. Das machen viele ja auch nicht ganz korrekt. Deswegen gar nicht erst das Bein anwinkeln, sondern direkt gestreckt lassen und aufstampfen. Sehr gut. Sehr schön. Damit hat sich das Becken wieder reguliert und mögliche Fehlstellungen werden entsprechend ausgeglichen auch.